Ja, Ethereum hinkte zuletzt hinterher, was die Performance gegenüber Bitcoin angeht. Also Bitcoin in den letzten 6 Monaten um 33% zugelegt auf Euro-Basis, während Ethereum nur um 5% zulegen konnte. Noch dazu kommt, dass zuletzt etliche Validatoren das Staking auf Ethereum aufgegeben haben bzw. Staking Pools verlassen haben. Und Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat bereits reagiert und angekündigt, das Staking-System überarbeiten zu wollen. Außerdem kündigt er fundamentale Änderungen an Ethereum an. Und genau darüber und vieles mehr sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptReport. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin & Co. einfach erklärt. Ja, während zuletzt die Schwierigkeiten bei Binance und ein kommender Bitcoin-ETF die Schlagzeilen beherrscht haben, hat sich auch bei Ethereum einiges getan, denn in den letzten Wochen ist die Netzwerkaktivität wieder angesprungen. Bedeutet, unter dem Strich wurden in den letzten 30 Tagen rund 100.000 Ethereum verbrannt. Heißt, aus dem Umlauf sind knapp 30.000 Ethereum verschwunden, weil natürlich durch das Staking weitere Ethereum in den Markt kommen, also unter dem Strich bedeutet das, die Zahl der umlaufenden Ethereum ist um 30.000 knapp gesunken, was natürlich ein positives Zeichen ist. Aber es gibt auch einige negative Entwicklungen, über die wir sprechen müssen. Zum Beispiel, dass viele Validatoren oder etliche Validatoren das Staking aufgegeben haben bzw. das Staking-Setup verändert haben. Das zeigt diese Glassnode-Grafik, also im Vorquartal waren es noch rund 380 Validatoren pro Tag, die quasi aus dem Staking ausgeschieden sind. Und diese Zahl ist inzwischen auf 1018 pro Tag gestiegen. Also das Ganze hat sich fast verdreifacht und genau darüber müssen wir natürlich reden. Als Konsequenz daraus ist zuletzt die Zahl der in diesen Staking-Pools geparkten Ethereum erstmals seit dem Shanghai-Upgrade gesunken. Und das ist natürlich keine so tolle Entwicklung für Ethereum, wenn weniger Ethereum an diesem Proof-of-Stake-Verfahren teilnehmen. Dann werden natürlich weniger Ethereum an der Absicherung des Netzwerks eingesetzt und wünschenswert wäre eine gegenteilige Entwicklung. Also mehr Staker im Netzwerk und mehr gestakte Ethereum. Damit wird das Netzwerk sicherer und auch positiv für den Preis, weil diese Ethereum dann natürlich erst einmal weg sind vom Markt und für das Staking eingesetzt werden, also nicht verkauft werden können. Und das ist natürlich keine so tolle Entwicklung für Ethereum. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer sind diese Staker, die hier aus dem Staking rausgehen und vor allem, warum ist das so? Zur ersten Frage hat natürlich auch Glassnode nachgeforscht und zu dem Ergebnis ist man gekommen, dass vor allem die zentralen Börsen, also hier vor allem in erster Linie Kraken und Coinbase, aus dem Staking ausgestiegen sind bzw. ESA herausgezogen haben. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass diese Investoren, die ihre ESA an zentralen Börsen geparkt haben und dort am Staking teilgenommen haben, dass die jetzt aus regulatorischen Bedenken sozusagen ihre Ethereum abziehen von diesen zentralen Börsen. Denn ganz klar, die SEC, die US-Börsenaufsichtsbehörde, geht momentan aggressiv gegen die großen zentralen Kryptobörsen vor. Zuletzt hat ja, wie gesagt, Binance hier 4 Milliarden Dollar Strafe zahlen müssen. Zuvor war ja schon Kraken, diese Kryptobörse in den USA, am Pranger gestanden. Die SEC hat hier eine Strafe verhängt und Kraken hat dann auch sein Staking-Angebot für US-Kunden eingestellt. Für internationale Kunden hat man diesen Service weiter angeboten, aber jetzt eine erneute Klage gegen Kraken und auch Coinbase steht ja im Visier, kämpft ja momentan gegen die SEC vor Gericht. Und das könnte natürlich mit ein Grund sein, warum die Investoren zuletzt als ja, regulatorischen Bedenken hier ihr Geld quasi von diesen zentralen Börsen abgezogen haben. Ein weiterer Grund könnte sein, dass vor allem US-Investoren derzeit einfach auf dem freien Kapitalmarkt mehr Zinsen erhalten als mit dem Ethereum-Staking, denn durch den hohen Leitzins in den USA rentieren vor allem festverzinsliche langlaufende Papiere derzeit besser, etwa 5,25% Zinsen sind hier möglich, während das Ethereum-Staking momentan etwa pro Jahr 4,2% derzeit abwirft. Also es kann durchaus sein, dass vor allem US-Investoren aus diesem Grund das Kapital derzeit aus dem Staking abziehen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Investoren einfach liquide bleiben wollen und eine Art ja, neuen Bullenmarkt erwarten im Kryptomarkt und sich einfach für mögliche Gewinnmitnahmen vorbereiten möchten.
Die ganze Entwicklung hat noch einen weiteren Nebeneffekt, und zwar ist es momentan so, dass durch das Staking momentan weniger Ethereum an Validatoren ausgeschüttet werden, als das vorher der Fall war, denn die täglichen Ausschüttungen hängen ja damit zusammen, wie viel aktive Validatoren insgesamt am Start sind und wie viel Ethereum insgesamt im Netzwerk gestaked sind, und momentan ist eben diese Zahl rückläufig und daher kommen momentan durch das Staking eben weniger Ethereum in den Markt. Auf der anderen Seite nimmt gleichzeitig die Netzwerkaktivität zu, die Gaspreise steigen und das hat dazu geführt, dass die Anzahl an verbrannten Ethereum zuletzt massiv gestiegen sind. Also gegenüber Oktober hat sich das Ganze mehr als verfünffacht. Wurden im Oktober noch etwa 900 Ethereum pro Tag verbrannt, ist diese Zahl zuletzt auf über 5000 verbrannten Ethereum pro Tag gestiegen. Und das ist natürlich tendenziell positiv für die Preisentwicklung. Ethereum ist ja in den letzten Wochen wieder gestiegen. Und wie es aktuell mit dem Ethereum-Chart aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Ethereum-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 30. November am Donnerstagvormittag und wir können den Ethereum-Kurs fast unverändert zum Vortag bei 2025 Dollar sehen. Heute im Dark-Modus auf Wunsch einiger Zuschauer. Bitte schreibt mir unten in die Kommentarliste, ob euch das besser gefällt als der hellere Modus. Auf jeden Fall sehen wir, dass Ethereum sich im Herbst stabilisiert hat. Ich habe das bereits im letzten Ethereum-Video erwähnt. Im Bereich von 1540, 1550 Dollar haben wir eine Bodenbildung bei Ethereum gesehen. Und seit Mitte Oktober sehen wir einen neuen Aufwärtstrend bei Ethereum, der aber momentan an dieser Widerstandszone bei etwa 2150 Dollar zum Stillstand gekommen ist. Und damit hat sich dieses Zwischenhoch aus dem April 2023 als wichtiger Widerstand erwiesen. Also im Gegensatz zu Bitcoin konnte Ethereum bislang kein neues Jahreshoch markieren und momentan deutet vieles auf eine weitere Konsolidierung hin, denn der Trendfolgeindikator MACD hat am 16. November ein Bearish Crossover geliefert und deutet damit auf eine weitere Konsolidierung hin. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Kurse jetzt nochmal auf diese 50-Tage-Linie im Bereich von 1850 Dollar zurücklaufen, zumal auch der RSI, der relative Stärke-Index, im Abwärtstrend ist. Also diese überkaufte Situation vom 9. November, vom Anfang November, ist abgebaut worden, aber der RSI schwächelt hier. Das deutet eher auch auf eine weitere Konsolidierung hin, wenngleich das Umbalance-Volumen OBV im Aufwärtstrend ist seit Mitte Oktober, aber in den letzten Tagen können wir eher eine Seitwärtsbewegung erkennen und das bedeutet, dass sich die Großanleger eher zurückhalten, eher vorsichtig sind bei Ethereum und das bestätigen auch die aktuellen Daten von CoinShares. Zwar sind in der Vorwoche 293 Millionen Dollar in Krypto-Investment-Produkte, also in diese Exchange-Traded-Products hineingeflossen, aber nur 49,1 Millionen Dollar in Ethereum und damit nur etwa ein Fünftel dessen, was in den Bitcoin geflossen sind, nämlich 240 Millionen Dollar. Und das zeigt schon, wo momentan die Präferenz der Investoren liegt, nämlich auf dem Bitcoin. Und das hat natürlich auch mit dieser Bitcoin-ETF-Thematik zu tun, aber momentan bevorzugen die Investoren eher Bitcoin. Und auch wenn wir uns das Ganze im Check-in Money Flow ansehen, dann sehen wir, dass dieser Kaufdruck jetzt massiv abgenommen hat. Wir haben ja Ende Oktober, Anfang November erhöhten Kaufdruck auch bei Ethereum gesehen, aber dieser Kaufdruck hat jetzt quasi komplett abgenommen oder ist zum Stillstand gekommen, baut sich jetzt sogar leichter Verkaufsdruck auf. Das spricht dafür, dass die Anlegerinvestoren momentan eher Gewinne mitnehmen bei Ethereum und das spricht natürlich eher weiter für eine Konsolidierung, auch wenn das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, noch im Aufwärtstrend ist. Und wenn wir uns das Ganze im Wochenchart ansehen, dann ergibt sich aber auch bei Ethereum ein positives Bild, denn Ethereum hat hier diese 200-Wochen-Linie zurückerobert und ich würde jetzt den Bereich zwischen 1750 Dollar, wo auch diese 50-Wochen-Linie verläuft, als Unterstützung ansehen, also zwei wichtige Unterstützungen, nämlich 1550 Dollar und 1750 Dollar für Ethereum. Und positiv ist, dass der
Trendfolgeindikator auf Wochensicht gedreht hat, nämlich schon am 23. Oktober und damit mittelfristig zumindest weiter steigende Kurse bei Ethereum anzeigt. Und ganz wichtig ist auch dieses Bullish Crossover im Trendfolgeindikator MACD auf Monatssicht, das sich hier jetzt andeutet. Und damit ist auch dieser über einjährige Bärenmarkt bei Ethereum meiner Meinung nach zu Ende. Also wir sehen hier am 1. November schickt sich der MACD an, hier ein Bullish Crossover zu generieren. Und daher gehe ich davon aus, dass wir nach einer kurzen Konsolidierung weiter steigende Kurse auch bei Ethereum sehen werden. Also mein bevorzugtes Szenario wäre, dass wir nochmal eine Konsolidierung in Richtung dieser 50-Tage-Linie sehen und dann einen neuen Anlauf auf diese Widerstandszone im Bereich von 1000 bzw. 2150 Dollar sehen. Und ich gehe davon aus, dass wir eventuell dann im nächsten Jahr diese Kursmarke überwinden werden, denn auch Ethereum möchte hier nochmal nachlegen. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat hier bereits ein Redesign von Ethereum angekündigt und genau darüber wollte ich mit euch jetzt noch kurz vor der Kamera sprechen. Also Ethereum momentan auf Konsolidierungskurs. Die Marke von 2150 Dollar ist ein wichtiger Widerstand, den es zu überwinden gilt. Ähnlich ist es beim Bitcoin, hier die Marke von 38.000 Dollar, die momentan eine Hürde darstellt. Und wie es mit dem Bitcoin weitergeht, genau darüber sprechen wir dann am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report. Und ihr wisst ja, wenn euch das Thema interessiert, unter krypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos anmelden. Und damit kommt ihr auch immer wieder unsere kostenlosen Sonderreports zu spezifischen Themen, die wir immer wieder verfassen, bekommt ihr auch kostenlos, genauso wie die Gewinner und Verlierer der Woche. Zurück zu Ethereum. Wie gesagt, die Marke von 2150 Dollar, eine wichtige Hürde. Wenn es Ethereum gelingt, nachhaltig auf Wochensicht über dieser Marke zu schließen, würde ich von weiter steigenden Kursen ausgehen. Aber nur meine private Meinung, keine Anlageberatung an dieser Stelle. Momentan ist auch der Gegenwind auf oder für Ethereum relativ groß. In der Vorwoche haben wir einen Exploit auf der dezentralen Börse KyberSwap gesehen. 46 Millionen Dollar wurden gestohlen, was ich gesehen habe. Und dadurch sinkt natürlich tendenziell die Nachfrage nach DeFi-Anwendungen auf Ethereum durch solche Vorfälle. Dazu kommt, dass US-Investoren derzeit eine höhere Rendite mit US-Staatspapieren erzielen können. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass allein in den letzten 7 Tagen 252 Millionen Dollar aus dem Ethereum-Staking sozusagen abgezogen wurden. Aber unter dem Strich steht hier nach wie vor eine positive Rendite auf Jahressicht von etwa 67% bei Ethereum zu Buche. Das setzt sich zusammen aus einem 60%igen Kursanstieg und natürlich zusätzlich dieser Staking-Rendite. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Staking. Also Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat es ja bereits auf der DEF Connect in der Türkei angedeutet. Er möchte das Staking auf Ethereum überarbeiten, denn momentan ist es so, dass sehr viele Ethereum in diesen Liquid Staking Pool von Lido angelegt sind. Also Lido wird immer mächtiger und das gefährdet natürlich die Dezentralität von Ethereum und da möchte Ethereum-Mitgründer Buterin jetzt entgegenwirken. Vor allem, was das Ganze erschwert, ist der Umstand, dass das Solo-Staking auf Ethereum relativ schwierig ist. Also man benötigt hier 32 Ethereum, um als Solo-Staker auftreten zu dürfen. Und das ist natürlich eine hohe Einstiegsbarriere. Wer hat schon über 60.000 Dollar parat und kann hier schnell mal als Staker mitmachen. Also das sind eher eine begrenzte, überschaubare Menge an Leute, die das können. Und das soll sich künftig ändern. Ich gehe davon aus, dass das Solo-Staking künftig mit deutlich weniger Ethereum möglich sein wird. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung von mir. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber ich gehe davon aus, dass es künftig so sein wird. Buterin möchte dann auch Private Mempools einführen und das soll die Privatsphäre der Nutzer besser schützen und auch die Sicherheit verbessern. Und damit möchte man auch dieses Frontrunning-Problem angehen, indem Transaktionen, die Nutzer anstoßen, dann nicht mehr im öffentlich sichtbaren Mempool zu sehen sind, sondern das Ganze bleibt dann quasi verdeckt und damit soll eben eine verbesserte Sicherheit einhergehen. Und darüber hinaus möchte Buterin dieses Account Abstraction einführen. Also damit möchte man Nutzern
mehr Kontrolle über ihr Konto zurückgeben. Und das Thema Wallets ist ja ein ganz schwieriges Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema, denn bislang ist es so, dass wir mit eher statischen Wallets zu tun haben, die relativ benutzerunfreundlich sind. Also der Nutzer kann hier auf den ersten Blick nicht erkennen, was macht der Smart Contract im Hintergrund, mit dem ich interagiere. Ist dieser Airdrop korrekt? Bekomme ich da Coins oder greift diese Webseite vielleicht im Hintergrund auf meine Wallet zu, auf meine Coins und so weiter, sind meine Coins in Gefahr? Und das ist eben oft schwierig für die Anwender zu erkennen und genau da möchte man Änderungen durchsetzen. Man möchte weg von diesen statischen Wallets hin zu aktiven Wallets, die quasi proaktiv auf Bedrohungen reagieren können. Darüber hinaus soll ein weiteres neues Feature kommen, das sich Code Pre-Compilation nennt. Und dabei geht es darum, dass man Teile eines Programmcodes schon vorher ausführt, bevor dieser Smart Contract zur Ausführung kommt. Und dadurch möchte man das Leben für die Entwickler erleichtern, die einen Smart Contract aufsetzen wollen, denn das ist momentan noch relativ teuer und das soll sich künftig ändern. Also die Aufsetzung eines Smart Contracts soll wesentlich effektiver und kostengünstiger werden. Und darüber hinaus möchte man noch einige weitere Verbesserungen voranbringen, was die Dezentralisierung angeht, zum Beispiel dezentrale Sequenzer, die eben diesen Roll-Up-Lösungen wie zum Beispiel Optimism oder Arbitrum dabei helfen, sich dezentraler aufzustellen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also das geplante Redesign von Ethereum soll diese Smart Contract-Plattform insgesamt sicherer, dezentraler und vor allem effektiver machen. Man möchte mit diesen geplanten Änderungen die Eintrittsbarrieren sowohl für die Entwickler als auch für die Nutzer weiter senken, sodass eben Nutzer sehr viel einfacher am Staking und damit an der Absicherung des Netzwerks teilnehmen können. Außerdem ist es so, dass das Thema Skalierung nach wie vor sehr wichtig ist. Also dieses Upgrade Proto-Dunk-Sharding soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 kommen. Damit soll eben die Skalierbarkeit von Ethereum weiter vorangetrieben werden. Und insgesamt gehe ich davon aus, dass sich Ethereum auch im nächsten Jahr weiter positiv entwickeln wird, auch wenn man natürlich Geduld mitbringen wird. Also diese geplanten Änderungen werden natürlich nicht von heute auf morgen kommen, sondern das wird entsprechende Zeit benötigen, bis die Entwickler diese Änderungen dann umsetzen. Insgesamt bin ich weiter optimistisch für Ethereum. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr Kurse von über $2,150 bei Ethereum sehen. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr Ethereum? Glaubt ihr, dass Ethereum durch das Redesign seine Position im Markt weiter stärken kann? Oder seht ihr im nächsten Jahr eher andere Projekte vorne? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ganz besonders würde ich mich über eine Weiterempfehlung meines Kanals freuen. Gerne könnt ihr ein Abo dalassen und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video in der kommenden Woche geht es dann voraussichtlich weiter mit Injective. Das ist ein Projekt, das ja in diesem Jahr quasi den Durchbruch geschafft hat und auch weiterhin sehr gut dasteht. Am kommenden Dienstag mehr dazu. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.